Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Belgic Profonde, heute am Montag. Ich muss erstmal den Drescher jetzt hier abkippen, leeren, wie auch immer, weil der natürlich wieder mal voll ist. So, wir machen jetzt einfach so. Gucken jetzt einfach mal, dass wir den LKW-Stopp ranbekommen hier. So, den wir kurz, ganz kurz abholen und dann, ja, gucken wir mal, ob wir den Körnermais, ob wie viel wir da dann drin haben. Lass mal gucken, wir haben jetzt hier Scania. 23%, ja, ist ja nix, ne? Ist ja nix. So, gucken wir mal. So. Eigentlich richtig geil, richtig böse klingt der, ey. Ich finde den immer noch gut. Weiß nicht warum, aber ich finde den immer noch geil. Also, weil er finde schon mal ein geiles Gerätchen. Schafft wirklich alles und vor allem kann den Hänger ziehen. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Eigentlich an erster Stelle. So, Moment, das passt so. Dann müssen wir hier rein. Taste N. Gut, dann müssen wir zu den Rüben gucken. Können wir dann nochmal ein bisschen... So, die Rüben waren hier. Sehr gut, das läuft auch wieder. Ja, nee, passt, bin ich zufrieden. Mähen. Mähen werden wir dann gleich. Das Ding können wir jetzt schon mal anmachen. Auseinanderklappen. Und dann fahren wir gleich an. Ja, genau, da fahren wir gleich an. Fahren wir schick hier zurück. So, das passt nicht ganz, ist ja klar. Taste 19, Taste 4. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Das funktioniert, gut. Dann bleiben wir noch ganz kurz stehen, weil wir natürlich jetzt hier noch den Drescher ansetzen müssen, bevor es dann wieder weitergeht. So, zack, zack. Also seht, es ist wieder sehr, sehr viel zu tun heute. Aber ist ja normal, ne? Man gibt es bei uns eigentlich schon mal wenig zu tun. Ich glaube, ja... So gut wie nie. So, passt das so wieder eine Spur? Ja. Sollte passen. So, gut. Dann fahren wir hier mal weiter. Hier noch die Wiese mähen. Und dann haben wir noch, glaube ich, ein oder zwei Felder haben wir dann noch mit Wiese. Dann haben wir es bereits wieder erledigt. Dann können wir den Big M zurückgeben. 20 Minuten haben wir noch. Okay, das wird sogar ein bisschen knapp werden. Aber ich glaube, wir sollten das schaffen. Genau, ich habe da gesagt, ich soll immer mit GPS mähen. Habe ich auch noch schon ewig nicht mehr gemacht. Aber kann ich natürlich gerne machen. So, ne? Zack. So, hopp. So. Ja, das passt ja nicht schon so. Das können wir eigentlich schon so lassen. Das passt schon so. Das heißt, wir können das sogar in der Innenperspektive machen. Ha! Ist das geil oder ist das geil? Den Holm müssen wir ein bisschen im Auge behalten mit 74% noch. Aber das wird bestimmt auch mehr werden. So, jetzt nicht hier runter. Oh, da war ein Stein. Hoppla, habe ich nicht gesehen. Da war... Hochhalten? Ah, jetzt. Da war ein Stein. Gut. So. Passt. Steuerung W. Dann machen wir hier das Absenken. Vorwärts und dann geht es schon wieder weiter, ne? Es ist so nice. Es läuft einfach. So, da können wir hier ganz, ganz gechillt eine kleine Kamerarundfahrt machen. Moment. So. Es ist schon geil, das Gerät. Also, ich finde den Big M, wirklich, muss ich echt sagen, schön gemacht. Zweckdienlich vor allem, ne? Vor allem zweckdienlich. Und dann können wir das ganze Ding auch wieder hier runterfahren lassen. Also ich sehe das hier, dass wir dann wieder wirklich gespannt. Ne? Ich bin wirklich gespannt, wie viele Ballen da rauskommen. Da bin ich ja wirklich, freue ich mich schon drauf. Vor allem werde ich vielleicht den einen oder anderen Ballenwagen hier testen können. Ich werde aber jetzt, bevor ich jetzt wieder einen kaufe, was ich dann wieder bereue vielleicht, da werde ich zuerst einen mieten für eine Stunde oder sowas oder zwei. Und das somit testen. Und wenn der dann passt, dann kaufen wir das. Ne? Finde ich, glaube ich, eine bessere Alternative. Also wir jetzt immer kaufen, wieder zurückgeben, kaufen, wieder zurückgeben. Da ist irgendwie keiner glücklich bei. Ja. So.
So. Gut, gibt es sonst irgendwas Neues, Atemberaubendes? Ich glaube nicht. Ich habe mir die Aufrufzahlen vom Wochenende angesehen und es ist wieder mal brachial. Brachial, wie oft die Videos geguckt werden. Wir haben von Freitag... Boah, wie ging das nochmal? Ich habe mir das gestern nochmal ausgerechnet und gedacht, das ist doch eigentlich Wahnsinn. Von Freitag bis gestern, also sagen wir mal Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Haben wir über 150 neue Abonnenten bekommen. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch echt nicht sagen. Aber irgendwas knallt da richtig rein. Aber gut, ich bin ja froh, wenn es euch gefällt. Ich bin ja wirklich sehr, sehr froh drum, dass es auch Anklang findet, was ich hier mache, was ich hier fabriziere. Natürlich wird es auch zusammenhängen mit den anderen Jungs. Das darf man auch nicht vergessen. Was die alles raushauen. Leo mit seinem Hambrock und der Bus-Simulator. Und ich glaube, Transocean, weiß nicht, wann das jetzt kommt, aber sollte auch demnächst starten. Transoceans 2, glaube ich, so heißt es oder sowas. Ich habe mir nicht genau angeguckt. Der Leo hat da. Ist der Herr über dieses Spiel. So, das Mähen zieht sich schon. Aber ihr müsst natürlich bedenken, liebe Leute. Jetzt einmal mehr mähen und dann wieder länger Ruhe haben. Ne? Das ist natürlich auch. Darf man nicht vergessen. So. Gut, na gut, den Holman müssen wir ausleeren. Den Lexer müssen wir auch wieder ausleeren. Wir haben viel zu tun. Es ist einfach, wir haben viel zu tun. Ich habe doch gesagt, ich könnte hinten noch was anhängen, aber ganz ehrlich, das finde ich nicht so geil. Da fahre ich lieber extra nochmal. Macht mehr Spaß in meinen Augen. So. Oh oh. Leichte Traktionsprobleme. Aber kein Problem für uns. Wir haben ja Allrad, alles da. So, ich will den jetzt gerade noch ansetzen. Problem ist, wenn ich jetzt einen Helfer anmache, ne? Ich glaube, es gäbe einen Helfer sogar. Lass mich kurz das anmachen, dann können wir da gleich gucken. Ne, gibt gar keinen Helfer. Guck an. Ich hätte mir gedacht, da gibt es einen Helfer, aber... Ich bin wohl getäuscht. So, jetzt ganz kurz. Hier... Das löst sich, glaube ich, von selber gleich auf. Wir müssen eigentlich nur nebenan fahren. So. Okay, das können wir so lassen. Und dann der gute Holmer. Beziehungsweise das Gerätchen hier, das werden wir gleich auch in Angriff nehmen. Ich finde ein bisschen schade, dass der Bunker nicht so eine große, so großes Ladevolumen hat, aber... Kann ich alles haben, ne? Da oben steht er, glaube ich. Da oben steht er, der Gute. Er hat sich schon ganz gut das weggebissen, also kann man ja wirklich so sagen. So, fahren wir hier mal rum. Genau, da ist er, da steht er. So, der Lexus ist wieder leer, sehr, sehr schön. Und den holen wir, nehmen wir jetzt mit. So. Ich habe mir auch überlegt, ob ich von Europa diese Maus mit reinnehmen sollte, wo wir theoretisch diese Sache dann aufladen können, diese Rüben. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wir werden sowieso noch ein bisschen länger dran sein, die Rüben zu ernten, aber prinzipiell wäre das schon eine geile Sache, glaube ich. So, voll. Dann laden wir die Dinger gleich ab und dann hüpfen wir wieder zurück zum Grasmähen. Vielleicht können wir das abschließen. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Vielleicht haben wir dann morgen noch ein Feld über. Können wir aber dann gleichzeitig schon mit der Ballpresse starten. Was ja auch nicht schlecht ist. So. Wir fahren jetzt einfach so ran hier. So. Stück zurück, glaube ich. Jo, passt. Passt das? Glaube schon. Ich bleibe jetzt aber noch hier. Weil ich nicht weiß, ob der Haufen hier, ne? Ob der nicht zu klein wird wieder. Was natürlich auch sein kann. Was haben wir hier? Oh ja, der wird auf alle Fälle zu klein. Gut, dann fahren wir noch ein Stück zurück. Was hier auch kein Problem darstellt. So, jetzt aber. Jetzt passt's.
Gut, dann, wo ist unser Big M? Nee, genau. Zack, zack. Er läuft und dann fahren wir einfach weiter. Wow. Jetzt aber, ne? Läuft jetzt? Läuft? Jetzt läuft, jetzt läuft, jetzt läuft. Gut, das heißt, wir haben uns wieder 5 Minuten jetzt Luft verschafft, damit wir hier weiter gehen können. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, das machen wir weg. Das machen wir erstmal auch weg. So. So, gut. Sehr, sehr gut. Hier haben wir noch ein bisschen Mais stehen. Weiß ich warum. Ist das irgendwann mal übergeblieben, oder? Wahrscheinlich, ne? Zack. Ich habe auch Big M gesehen, wo man diese Dinger hier ausfahren kann. Diese Schaltwerke kann man auch nach links und rechts ausfahren, aber das ist ja dann eine mega Arbeitsbreite. Also das, sowas brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Also für das, was ich hier brauche, ist das eigentlich ausreichend. Und viel mehr, finde, macht auch gar keinen Sinn in meinen Augen, deswegen. Ja, das reicht. So, 11 Minuten haben wir den guten noch. Ja, also wie gesagt, wir werden es gerade so schaffen wahrscheinlich. Zack. Okay, dann fahren wir noch einmal runter und dann fahren wir gleich zum nächsten. Das nächste ist dann das Feld 6. Ah, Feld 4 war auch noch, ne? Eieiei, das habe ich gar nicht jetzt im Schirm gehabt. Ja, wir haben ein paar Grasfelder, ist es so. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Das Feld 5, glaube ich, habe ich noch nie gemäht, weil das ist einfach so mickrig. Das lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich einfach gar nicht. Ich glaube, das ist der Aufwand einfach zu groß. Wobei, ein paar Felder musst du auch, kannst du auch nicht mit GPS machen, weil die einfach so unförmig sind. Das wird gar keinen Sinn ergeben. Das, bei dem hier würde ich sagen, okay, das passt, ne? Da haben wir jetzt schön alles abgelegt, alles in der Linie. Und das wird auf alle Fälle passen. Aber ansonsten muss man das nicht unbedingt machen. So, jetzt hier. Lass mich gucken. Den hier. Den hier. Dann den hier. Und dann noch den hier. So, es gibt hier alles einen Knopf für mir. Ist richtig geil. Ganz kurz warten, bis das zusammengeklappt ist. Jo, passt. Und dann fahren wir hier wieder raus. Einmal kräftig hupen. Damit jeder weiß, dass wir jetzt fertig sind. Und ja, da fahren wir weiter aufs nächste Feld. Das ist bereits hier. Das ist nicht so groß. Also ihr seht es hier. Da sind wir gleich mal durch, glaube ich. Aber es muss natürlich auch gemäht werden, weil sonst hätten wir es ja nicht ansehen müssen. Und das Feld hier daneben ist ja richtig saftig reif. So. Das ist, das hier links neben ist so ein Standardfeld, würde ich fast schon sagen. Also das war seit Anfang an angesät. So, unter das Ding und dann geht es jetzt wieder los. Der Lexan ist wieder fast voll. Das ist doch Wahnsinn, ey. Das Körnermais geht wirklich ganz gut raus hier. Ach ja. Bisschen verstopft auch schon wieder. Es ist schlimm. Es ist einfach schlimm. Ich glaube, ich belasse es jetzt mal. Wir machen das so, dass es das letzte Feld ist. Und ich dann gucke, wie viele Ballen das wirklich gibt. Und dann beim nächsten Mal vielleicht noch das andere Feld hinter ausmähen könnte. Genau, machen wir das so. Ist, glaube ich, besser. Ansonsten müssen wir einfach mal gucken. Wir könnten sonst hinterm Haus, können wir noch, ja, wenn wir es abmähen sollten, können wir da auch ein bisschen häckseln. Ist auch kein Problem, weil Gras häckseln macht mir ja auch, ist ja auch nicht so, dass es exotisch ist. Das macht man ja auch bei uns. So. Ich glaube, es ist nicht schlecht, dass wir überall, wo wir aufhören bzw. absetzen, das Schneidwerk hochnehmen. Das, glaube ich, macht man schon so im Realen auch. Weil es einfach besser ist, wie ich finde. Es einfach besser ist. So, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Nee, alle weiteren Infos habt ihr schon bekommen. Genau, was ich nochmal sagen wollte, ist Twitter. Twitter, 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 Twitter. Wenn ihr einen Twitter-Account habt, könnt ihr mir gerne folgen auf Twitter, BernieGamers.de. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung natürlich. Könnt ihr euch gerne mal reinschauen, weil da werden solche Sachen zukünftig getweetet, wie es da heißt.
Das heißt, wenn jetzt irgendwie ausfällt, wenn irgendwie die Verspätung hat oder solche Sachen oder wenn irgendwas Neues kommt, dann würdet ihr da alles das Bescheid bekommen. Die schreibe ich selber, die schreibt nicht irgendwer anderer, die schreibe ich alle selber. Und wenn ihr da einen Tweet oder wenn ich da irgendwas schreibe oder wie heißt das, zurücktweetet oder irgendwas, dann sehe ich das natürlich gleich, weil ich bekomme das alles aufs Handy. Ne? Also nur so als kleiner Tipp, als kleine Anmerkung. So, das ist gut. Das heißt, wir machen das jetzt hier fertig. Können wir den noch gleich zurückgeben in dieser Folge? Dann haben wir es nämlich auch erledigt. Hoppla. Uah, die falschen Tasten waren das jetzt. Sehr gut. Nee, das freut mich wirklich, weil dann haben wir wirklich jetzt mal... Ich hoffe, genug Gras. Es ist ein bisschen schwer, jetzt auszurechnen, wie viel das dann wirklich ist, aber ich hoffe, dass es ausreichend ist. Und wir werden das alles in Ballen pressen. Weil, wenn ich das jetzt, ne, im Ladewagen und hier, und, oh, nee. Gut, aber ich darf mich bei euch bereits bedanken fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und, ja, wir sehen uns natürlich morgen in alter Frische wieder zu einem weiteren Video auf der Belgique Bofonte. Ich werde jetzt dann hier noch so, ne, ich komme, wir machen den gleich weg. Ich mache den jetzt gleich weg, weil dann haben wir den erledigt. Und dann wissen wir auch, was der Kontostand ist, was es effektiv kostet hat, wobei das wirklich nicht viel Geld ist. Hier, zurückgeben. Ja, 115. So. Bup. Fertig. Gut, also, macht's gut. Bis morgen. Ciao.